Herzlich willkommen zum Webinar Junge Seelen, alte Seelen zum neu erschienenen Buch im Arcana Verlag. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Autorin Wada Hasselmann bei uns haben. Ganz herzlich willkommen, Frau Hasselmann, Deutschlands bekanntestes Trance-Medium und die Grande Dame der Medialität. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, das ich gleich vorstelle. Und ich bin Anja Schmidt vom Arcana Verlag. Wir sprechen über die große Inkarnationsreise des Menschen und wir freuen uns sehr, wenn Sie zu Hause sich an unserem Gespräch hier beteiligen. Unter dem Livestream ist ein Chatfenster, in das Sie reinschreiben können und wir haben auch vor der Sendung schon richtig viele Fragen bekommen. Ganz vielen Dank dafür und wir versuchen so viele wie möglich heute auch zu beantworten. Aber im Laufe der Sendung werden die weiteren Fragen uns hier auch noch zugetragen. Das heißt, Sie können mit uns hier sozusagen im Studio sprechen. Frau Hasselmann, wie kam die Medialität zu Ihnen? Spät und plötzlich. Unerwartet, wie man so sagt. Und ich war schon fast 40 und hatte keine Vorstellung, dass so etwas existiert, geschweige denn, dass es mir passieren könnte. Ich bekam ein Buch in die Hände von einer Gruppe in Kalifornien, die angeblich channelten. Ich wusste auch nicht, was channeln ist oder sowas. Und dieses Buch, der Inhalt, der Stil, die Mitteilungen oder Botschaften oder Messages, wie man das damals nannte, haben mich so überzeugt, dass ich ganz unbedacht, ohne zu ahnen, was da auf mich zukommen würde, gedacht habe, wenn es sowas gibt, dann will ich das auch. Denn ich kam ja aus dem universitären Bereich und war da auch ganz glücklich und hätte jetzt nie gedacht, dass meine zweite Lebenshälfte so vollkommen anders verlaufen würde und mit so anderen Themen sich beschäftigen würde als damals. Die Medialität war zwar ungewohnt für mich, aber vollkommen ausgeprägt. Wir haben das erste Buch Welten der Seele 91, 92 als Botschaften empfangen und 93 wurde es hier schon im Goldmann Verlag gedruckt. Und wenn ich das heute anschaue, ist die Qualität der Botschaften, auch die Sprache und so, absolut genauso wie jetzt. Das kann einen schon wundern. Was der Unterschied ist, das kann man natürlich nicht lesen, sondern ich kann das nur sagen, weil ich mich da erinnere. Ich habe früher viel langsamer gesprochen in Trance. Mhm. Langsam und deutlich. Man konnte also mitschreiben. Aber wir nehmen alle Botschaften auf und die werden dann getippt und dann kann man sie auch dann später in Buchform anbieten. Wenn Sie wir sagen, das wollen wir vielleicht auch kurz erwähnen, dann meinen Sie sich und Frank Schmolke. Dann meine ich mich und Frank Schmolke und wir sind seit jetzt fast 50 Jahren ein Team und sind verheiratet und machen alles zusammen, was diese Dinge anbetrifft. Wir sitzen spirituell, möchte ich sagen, in einem Boot. Das verläuft absolut reibungslos. Das heißt nicht, dass unsere Beziehung immer reibungslos ist, aber was die Arbeit betrifft, ist das wirklich ein großer Fluss und wir brauchen uns auch beide. Wir brauchen jemanden, der fragt und wir brauchen jemanden, der in Trance geht. Und er holt mich aus der Trance wieder raus und er begleitet mich und er beschützt mich in der Trance. Und das ist ein ganz großer Vorteil, denn diese Wach-Tief-Trance, die ich brauche, um diese Art von Botschaften allgemeiner Art und von allgemeinem Interesse zu empfangen, muss ich sehr, sehr weit weg sein. Mhm. Und dieses extrem weit weg sein, also die totale Dissoziation von meiner normalen Persönlichkeit macht einen wahnsinnig verletzlich. Und wenn er aber da ist und ich mache eigentlich ohne ihn gar nichts, dann fühle ich mich beschützt und kann mich einfach sehr fallen lassen. Mhm. Mhm. Schön. Wer spricht da zu Ihnen?
Zu mir spricht... Oder durch sie, ist, glaube ich, richtiger. Ja, zu mir, ja. Ist besser zu sagen, durch mich. Durch mich spricht eine Informationsquelle aus der sogenannten kausalen Welt. Das ist eine andere Bewusstseinswelt als die Astralwelt. In die Astralwelt gehen wir ja nachts oder auch nach jedem einzelnen Leben wieder zurück. Aber wenn alle Leben abgeschlossen sind, dann haben wir gehört, und ich bin jetzt hier nur als jemand, der das wiedergibt, was wir von unserer Quelle gehört haben, dann werden alle Seelenfamilien zu kausalen Lehrern, und die haben dann ganz verschiedene Lehrthemen, und unsere Quelle hat nur ein einziges Thema und will eigentlich auch nicht davon abgelenkt werden, und das ist die menschliche Seele. Mhm. Sie möchte uns dieses Thema im Grunde wieder schmackhaft machen, weil sie meint, dass wir davon zu sehr abgetrennt sind, hier in unserem westlichen Lebensbereich, wo viele Dinge, die mit Transzendenz zu tun haben, entweder geleugnet werden oder nicht beachtet werden. Und die Aufgabe der Quelle ist, so wie Sie sagen, das ein wenig rückgängig zu machen. Mhm. Und den Begriff Seele wieder in den Vordergrund zu bringen, ja. Mhm. Darum geht es eigentlich in allen Ihren bisherigen Büchern und ebenso auch in dem neuen Junge Seelen, alte Seelen. Und zu Ihrem neuen Werk kommen wir jetzt natürlich auch. Bitte erzählen Sie uns kurz, wie das entstanden ist. Fast alle unsere Bücher sind nicht im stillen Kämmerlein entstanden, sondern in Gegenwart von mehr oder weniger großen Zuhörerschaften. Mhm. Mit der Zeit haben sich Gruppen herausgebildet, die wir dann Forschungsgruppen nannten. So ist zum Beispiel das Buch über die Seelenfamilie entstanden, so ist das Buch über die sieben Urängste des Menschen entstanden, immer in Anwesenheit von 15 bis 20 Leuten, die es wirklich wissen wollten. Und so ist auch dieses Buch entstanden im Laufe von 15 Jahren auf Wunsch dieser Teilnehmer, die einfach auch gar nicht aufhören wollten, immer wieder zu kommen und weiter zu fragen, aber auch auf Wunsch der Quelle, weil sie sagten, das wäre das Thema, was wirklich noch die Seelenlehre abschließend ergänzen würde. Okay, jetzt klar, muss ich Sie fragen, worum es in dem Buch geht. Es geht um fünf Seelenalter, die wir alle als Menschen im Laufe unseres Inkarnationszyklus durchlaufen, also im Laufe von, glaube ich, fast 100 Inkarnationen. So. Ja, es geht um fünf Seelenalter, aber im Prinzip geht es um noch mehr. Es geht um ein umfassendes Panorama eines menschlich-seelischen Lernweges. Mhm. Diese fünf Seelenalter werden bezeichnet als Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Jeder dieser Zyklen hat einen großen Umfang in dem Buch, aber sehr wichtig finde ich auch die Einleitung, die unsere Quelle selbst gibt, in der sie erzählt und auch so Statements abgibt, warum sie das Ganze in die Welt setzt. Vor allem aber auch dass die Einzelseele einen ganz spezifischen Lernweg hinter sich bringt, von der ersten Inkarnation bis zur letzten Inkarnation. Und ein wesentliches Anliegen ist auch, dass wir die jüngeren Seelen oder die ganz, ganz Jungen, die natürlich auch in unserer Gesellschaft leben, wenn auch vielleicht nicht so zahlreich wie die Reifen und die jungen Seelen, dass wir diese besser verstehen lernen, anstatt uns von ihnen gestört zu fühlen oder auch sie abzulehnen oder auf sie herabzublicken. Das, sagt die Quelle, ist absolut nicht respektvoll. Denn die tun für unsere Gemeinschaft, für unsere Gesellschaft, und das gilt eigentlich für jede Gemeinschaft und Gesellschaft auf dem ganzen Planeten, sehr, sehr, sehr viel. Und die Vorstellung, dass reife Seelen und alte Seelen was Besseres seien, ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, der Quelle zutiefst zuwider. Mhm. Ja,
dazu komme ich auch noch zu einer Frage über die Beurteilung dieser Stadien, die ja, wie Sie gerade sagen, keine gute Idee ist, aber man könnte sich dazu verleiten lassen. Vorher aber möchten Sie kurz diese fünf Seelenalter charakterisieren. Sie haben jetzt von Jungen oder sogar von Kindseelen gesprochen ja. und von Säuglingsseelen. Woran erkennt man die? Man könnte es ganz kurz fassen und sagen, man erkennt sie an den Augen. Eine Säuglingsseele ist wie ein neugeborenes Baby, vollkommen ja, arglos. Und diese Augen sind selbst bei einem erwachsenen Menschen mit einer Säuglingsseele oder einem alten Menschen weiterhin mit dieser vollkommenen Arglosigkeit erfüllt. Ein Heischen nach Schutz, so wie ein Baby ja auch geschützt werden muss. Und im Verhalten kann man sagen, eine Säuglingsseele ist abhängig, so wie ein Säugling. Ist und bleibt ihr ganzes Leben lang total abhängig. Man muss ihr also im Grunde alle Aufgaben abnehmen. Sie ist nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Sie ist nicht in der Lage. Das heißt nicht, dass sie nicht will. Sie kann nicht. Wir hatten in unserer Forschungsgruppe unter anderem die Leiterin eines Jugendamtes. Und diese Teilnehmerin hat sehr, sehr interessante Beiträge geliefert, weil sie natürlich gerade auch mit Säuglingsseelen zu tun hat, die dann wo die Mutter dann das Kind weggenommen bekommt, weil sie nicht in der Lage ist, sich darum zu kümmern oder es auch behandelt wie einen Gegenstand. Diese Kinder werden dann in Obhut genommen und vor allen Dingen, was dann passiert ist, dass vom politischen und sozialpolitischen Anspruch her die Mutter, die nicht kann, therapiert werden soll. Das ist, wie diese Teilnehmerin uns auch sagte, völlig aussichtslos, weil was man nicht kann, kann man auch durch Therapie nicht lernen. Aber natürlich kann eine Säuglingsseele sich genauso fortpflanzen wie jeder andere, aber mit einem anderen Anliegen. Eine Kindseele ist, und dazwischen liegen vielleicht 10, 15 Leben, ist nicht mehr darauf angewiesen zu erfahren, was ist das eigentlich, einen Körper zu haben? Wie muss ich damit umgehen? Was bedeutet das, Gefühle zu haben, denken zu können, schlafen zu müssen, essen zu müssen, ausscheiden zu müssen, Sex haben zu können? Das alles ist ja in der Astralwelt, wo die Seele herkommt, nicht möglich und ist was völlig Neues, was sehr Spannendes, auch ziemlich Anstrengendes. Eine Kindseele kann dann schon ein bisschen besser damit umgehen, wird neugierig auf die Welt und versucht, die ersten Schritte nach außen zu machen, ist nicht mehr so abhängig, aber immer noch ängstlich sozusagen, sich vom Rockzipfel des Lebens zu weit zu entfernen und braucht auch noch weiterhin Schutz und Behütung, so wie ein Kind unter 10 Jahren, möchte ich mal sagen. Eine junge Seele hingegen hat hauptsächlich ein Bedürfnis, die Welt in den Griff zu bekommen. Im Laufe ihres jungen Seelenzyklus ist es sogar wichtig für sie, dass sie zumindest das Gefühl hat, sie hat alles im Griff, sie kann die Welt beherrschen. Reichtum und Erfolg sind ihre Ziele und meistens erreicht sie das auch. Vielleicht nicht in jedem Leben, aber es ist so ein bisschen wie der American Dream. Man muss auch vielleicht sagen, dass in den USA mehr junge Seelen leben als im Moment bei uns in Deutschland. Und dann kommt ein großer Unterbruch zwischen dem Stadium der jungen Seele und dem Stadium der reifen Seele, weil plötzlich nachdem das Bedürfnis und auch der Erfolg einer Weltbeherrschung und Selbstbeherrschung eingetreten ist, plötzlich sich eine
Blick nach innen auftut, der vorher weder interessant noch möglich war. Die ersten Blicke nach innen. Und natürlich, wenn man nach innen schaut, sieht man auch dann Abgründe. Was die reife Seele begeistert und erfüllt, ist die Auseinandersetzung mit Problemen. Und das Übernehmen von Verantwortung. Und auch das bewusste Inkaufnehmen von Leid und der Wunsch, bei anderen Menschen Leid zu mindern und zu mildern, das bewegt die reife Seele sehr, sehr lange. Und sie ist ein Mensch, der sehr viel Wert auf Beziehungen legt. Also nicht nur einfach einen Partner zu haben, eine Frau oder einen Mann, der versorgt oder bedient oder die Kinder kriegt, sondern ein Gegenüber, mit dem sie sich auseinandersetzen kann. Das reizt die reife Seele. Die alte Seele geht dann mehr und mehr in das Alleinsein, in die Einsamkeit, in die Selbstbetrachtung, aber auch nicht mehr so problematisch oder problemgeladen, wie das bei der reifen Seele der Fall ist. Die alte Seele hat ziemlich die Nase voll eigentlich von Problemen und sucht sich eher Überlebensnischen. Sie braucht wieder, wie die Säuglingsseele, sehr viel Schutz, sehr viel Geborgenheit. Da kommt es ein bisschen auf die verschiedenen Entfaltungsstufen an, über die wir jetzt noch nicht geredet haben. Also jede dieser großen Phasen ist unterteilt in jeweils 7 Entfaltungsstufen. Und je älter eine Seele wird, umso zarter, empfindsamer und schwächer wird sie und braucht dann wie ein uralter Mensch auch wieder Pflege, Versorgung. Also dieser Zyklus, der schließt sich dann. Aber natürlich erlebt ein alter Mensch das Versorgtwerden und das Gepflegtwerden ganz anders als ein Säugling. Und das ist eben die ganze Geschichte, die Geschichte der Seele, der Lernweg, der dazwischen liegt. Eine alte Seele kann auf viel zurückblicken und ein Säugling oder eine Säuglingsseele kann noch nicht mal vorausblicken. Also ich höre da schon durch. Ich hatte ja gerade das Thema mit der Bewertung. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, na, ich bin eine alte Seele und du bist jung, du hast vielleicht noch nicht so viel kapiert wie ich, sondern um das Gegenteil. Es geht um Verständnis. Ja, oder? Das passiert natürlich trotzdem die ganze Zeit. Wir haben ja Egos. Ja, es ist halt so, dass wenn man sehr viele Erfahrungen gemacht hat, dass man dann auch so ein bisschen stolz darauf ist, dass man... Aber die Quelle ist dafür bekannt und ich würde fast schon sagen berühmt, dass sie grundsätzlich nicht urteilt, sondern ihr ganzer Denkansatz ist falsch gesagt, weil da ist ja kein Hirn, das denkt. Aber der ganze Ansatz der Seelenlehre ist neutral, auf sehr liebevolle Weise, nicht urteilend, nicht verurteilend und auf keinen Fall herabblickend auf irgendetwas, was wir normalerweise als ärgerlich, irritierend, störend oder blöd, muss man auch sagen, empfinden. Unreif. Unreifheit, ja. So, ich lege jetzt mal meine Fragen beiseite, weil wir unbedingt zu den Zuschauerfragen kommen müssen. Ich fange jetzt einfach mal an. Das ist so ein bisschen ungeordnet. So. Eine Frage von Bettina. Hat unsere Seele das Bedürfnis, in jedem Seelenalter bemerkbar zu machen? Wenn ja, kann es sein, dass es immer leichter möglich ist, je älter sie ist? Also bemerkbar zu machen verstehe ich so, dass man merkt, dass man eine Seele hat. So würde ich es auch verstehen. Ja, so verstehe ich das. Also ich glaube, man kann Folgendes sagen. Eine Säuglingsseele schert sich nicht drum. Die kommt ja gerade aus dem rein seelischen, nicht körperlichen, nicht materiellen, zeit- und raumfreien Bereich. Also die ist froh, dass sie sich hinter sich gelassen hat. Eine Kindseele denkt auch nicht drüber nach. Eine junge Seele lehnt in der Regel ab, dass sie eine Seele hat. Weil die Seele natürlich auf ein Einzelleben und auf das, was einem passiert, was einem widerfährt, Schicksal und alles sehr großen Einfluss hat. Das will aber die junge Seele nicht haben. Sie will es selbst entscheiden. Also ist zum Beispiel gegen Ende des Jungseelenzyklus ein fast militanter Atheismus gar nicht so ungewöhnlich.
Und die Frage nach der Seele, die stellt sich überhaupt erst bei reifen und bei alten Seelen. Also die alte Seele hat eigentlich in der Regel überhaupt nicht den geringsten Zweifel an ihrer Beseeltheit. Die reife Seele ringt noch darum, ist das so oder ist das nicht so? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Natürlich hat dieses Buch Junge Seelen, alte Seelen auch als Hintergrundthema nicht nur die fünf Seelenalter und die Entwicklungsgeschichte der menschlichen Seele, sondern auch das Konzept der Reinkarnation. Hier wird aber nicht ein Mensch von einer Epoche zur anderen weitergereicht, sondern die Seele sucht sich jeweils neue Körper, neue Psychen, inkarniert sich im Rahmen eines neuen Geistes. Die Seele ist das verbindende Moment. Und ich glaube, Goethe hat mal gesagt, Reinkarnation, es gibt keinen Beweis dafür und keinen Beweis dagegen. Und die reife Seele beschäftigt sich mit dieser Frage, habe ich eine Seele oder habe ich keine? Und wenn ich eine habe, was bedeutet denn das dann? Wir haben ja in Mitteleuropa weitgehend den Kontakt verloren mit dem, was früher im Rahmen des christlichen Glaubens als Seele bezeichnet wurde oder verstanden wurde. Diese Auffassung ist in den Kirchen weitgehend verloren gegangen. Niemand spricht mehr von Seele. Vielleicht am Allerseelentag, das ist aber auch schon fast genug. Man spricht inzwischen bei den Protestanten vom sogenannten Volltod. Da bleibt also nichts übrig und die Katholiken schweigen sich gerne aus. Das heißt, da ist ein großes Loch entstanden für all die, die das Gefühl haben, aber da ist doch irgendetwas. Das kann nicht sein, dass ich komme und vergehe und nichts bleibt übrig. Natürlich, man kann jetzt einwenden als Psychologe, das ist eine Frage des Egos, man will das Spuren hinterlassen oder so. Aber man könnte ja zumindest mal die andere Theorie auch ins Auge fassen. Und da dieses Buch, dieses neue Buch doch wirklich einen enormen Widerhall im Augenblick findet, möchte man doch annehmen, dass Leute, die sich das kaufen und dann lesen und dann eigentlich auch ziemlich angetan sind, dass die das Gefühl haben, das gibt ihnen was und gibt ihnen Aufschluss über einen Bereich, den sie sonst schwer benennen können. Nun sind ja die Bücher der Quelle, es ist glaube ich das 8. oder 9., ich habe es gar nicht mehr gezählt, schon weitgehend verbreitet. Das heißt, es gibt so eine ganze große Seelenfangemeinschaft, die das auch nicht mehr in Zweifel ziehen, dass da etwas ist, was man beschreiben, benennen und beobachten kann. Und nachempfinden. Und nachempfinden, ja. Da habe ich nämlich gleich die passende Frage von einer Person, die ihren Namen nicht genannt hat. Das Buch scheint auch eine heilende Wirkung zu entfalten, weil es eine wohlwollende Betrachtung der seelischen Vergangenheit und dadurch Entspannung ermöglicht. Machen andere Leser auch die Erfahrung? Da muss ich ja jetzt fast antworten. Mir geht es nämlich auch so, wenn ich darin lese, dass ich das Gefühl habe, da tut sich fast wie so eine Heimat auf und so eine, ja, was Balsamisches fast, was einem sagt, du bist richtig so, wie du bist. Also das ist, glaube ich, eine Grundaussage. Jeder Mensch ist richtig so, wie er ist. Das ist schon mal heilsam, weil dieses ständige an sich herumdoktern und die großen Bewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute sind ja Selbstoptimierung anstatt Religion. Die werden da so ein bisschen ausgehebelt. Hier gibt es nicht sehr viel zu optimieren. Also im seelischen Bereich auf keinen Fall. Im psychischen Bereich kann man ja einiges tun. Man kann auch Sport treiben und seinen Körper optimieren, geht alles, aber im seelischen Bereich geht das wohl nicht. Warum ist das heilsam? Sehr, sehr, sehr viele Menschen haben inzwischen den Mut, zu sagen oder sich auch selbst einzugestehen, dass sie sich anscheinend an irgendwelche früheren Existenzen oder Inkarnationen erinnern. Und vielfach ist diese Erinnerung mit Angst, mit Schmerzen, mit auch Brutalitäten und Entsetzlichkeiten verbunden. Und zwar nicht immer nur als Opfer, sondern eben auch als Täter.
Wenn man jetzt aufgrund dieses Buches und der verschiedenen Seelenalter und deren Notwendigkeiten, wirklich also für alle Menschen geltende Notwendigkeiten des Erlebens und des Tuns und des Erleidens sieht, ich kann mich an etwas erinnern, was mir eigentlich ein bisschen unheimlich ist, dann kann man aber doch aufgrund dieses Buches sagen, das musste so sein. Und allein diese Tatsache, dass man durch etwas durchgegangen ist, was zu sein hatte im Sinne einer fortschreitenden Entfaltung der Seele, ist schon tröstlich. Im Übrigen ist es sehr tröstlich zu wissen, ich lebe jetzt und es ist, und ich mache das unter Vorbehalt, also ich bin ja keine Missionarin, es ist möglicherweise nicht das einzige und nicht das letzte Leben und ich habe noch ganz viele Chancen zu lernen, mich zu entfalten. Das ist auch heilsam. Und ich denke mal, viele kennen ja auch die Erfahrung, dass man, oder dieses Gefühl, dass man nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt. Das muss da irgendwo herkommen, dass ich das Gefühl habe, ich bringe ein Paket mit. Ja, ein Psychiater würde immer sagen, gute Frau, Sie bilden sich das ein. Ja. Was hat das mit Ihnen zu tun? Wozu brauchen Sie das? Ja, aber ich glaube, es gibt jetzt inzwischen wirklich Hunderttausende von Menschen, die sich das nicht mal einfach so ausreden lassen. Oder dass dieses Empfinden, was sehr stark ist oft und sehr konkret auch, sich einfach durch irgendeine andere Theorie überdecken zu lassen. Dazu ist es jetzt wirklich schon zu sehr verbreitet. Ich habe vor anderthalb Jahren mal einen YouTube-Beitrag über Reinkarnation gemacht, ziemlich lang, ich glaube 48 Minuten. Der ist auch plötzlich 60.000 Mal angeklickt worden oder noch mehr, also es geht ja immer noch weiter. Ich war erstaunt. Dann hat mich aber der Erfolg dieses neuen Buches nicht mehr so erstaunt, obwohl unendlich erfreut. Ich würde ja gerne mal ein bisschen kurz was vorlesen. Geht das? Ja, sehr gerne. Nur nebenbei bemerkt, wir sind in der dritten Auflage, nachdem das Buch im Juni rausgekommen ist. Das ist ein wahnsinnig toller Erfolg. Ja. Das ist jetzt hier ein kleiner Abschnitt aus dem Vorwort unserer Informationsquelle, unseres kausalen Lehrers. Unser Projekt, euch in die Thematik der Seelenalter hineinzuführen, ist bestimmt von dem Anliegen, euch die Menschheit und das Menschsein als solches besser verstehen zu lehren. Dabei bedenkt, und das ist jetzt interessant über die Quelle selbst, dabei bedenkt, auch wir können erst durch den Akt der Übermittlung an euch vieles wirklich begreifen, was uns vorher gewissermaßen unvorstellbar war. Was wir euch mitzuteilen haben, ist eben nicht in Worte zu fassen, bevor uns jemand hören kann. Wir brauchen eure mentale Resonanz und emotionale Empfänglichkeit. Unsere Aufgabe, an der wir wachsen und uns weiter entfalten, besteht darin, das Menschsein, das wir hinter uns gelassen haben, aus einer neuen Perspektive zu betrachten und auf ganz neue Weise zu erfassen. Wir sind kausale Lehrer, eine transpersonale Kollektivwesenheit. Unsere Energien in einem Akt der Kommunikation mit lebendigen Menschen zu vereinen und einzusetzen und einerseits Inhalte so zu vermitteln, dass sie eingängig, konkret und vorstellbar werden und sie andererseits so zu strukturieren, dass eine nachvollziehbare, kohärente Lehre entsteht, das ist es, was uns in unserer seelischen Entwicklung weiterbringt. Wir sind dankbar. Unsere große Freude entspringt der Erkenntnis und Erfahrung, dass unsere Bemühungen beginnen, wahrhaft reife Früchte zu tragen. Naja, 30 Jahre sind ja auch schon lang, bin ich ja schon dabei. Und nicht nur Blüten oder Fruchtknoten hervorzubringen, die noch der Reife harren. Wir erkennen, dass die ersten Früchte unserer Arbeit ihre Reife und Süße erlangt haben und einen Saft verströmen, der wie Nektar auf unser Sein zurückfließt. Schön. So also zum Anliegen, was eigentlich der Motor für diese Quelle ist, uns das zu geben und mich auch in Dienst zu stellen.
Ich habe ja mein ganzes Leben jetzt, seit vielen Jahrzehnten schon, dieser Aufgabe gewidmet. Und das ist auch manchmal eine nicht nur interessante, auch harte Schule. Sie haben Ihr Leben in den Dienst gestellt einer höheren Kraft oder dieser Quelle? Ist es was Höheres? Die Quelle sagt, wir sind nichts Besseres. Ah. Wir sind aber anders. Okay. Ja, so wie ein 90-Jähriger nichts Besseres ist als ein 9-Jähriger, aber er ist anders. Mhm. Sie sind weiter, in Anführungszeichen, aber weiter heißt für die Quelle nicht besser. Ja, gut, wichtig, ja. Eine Frage, die ganz oft kam von unterschiedlichen Teilnehmern zu Hause: Wie stelle ich mein Seelenalter fest? Oder auch das meines Partners, meiner Kinder? Also ich denke, mit Hilfe dieses Buches ist es wirklich nicht schwer, den Zyklus festzustellen. Also wenn jemand, das kann ich vielleicht schon mal ganz praktischerweise vorausschicken, wenn jemand heute Abend an diesem Webinar teilnimmt, anstatt Fußball zu gucken, ist es ganz sicher, dass das keine Kindseele ist. Wahrscheinlich auch keine frühe junge Seele. Man kann also, wenn man für diese Themen überhaupt Interesse hat und auch spürt, dass da ein seelischer Bereich in einem selbst vorhanden ist, schon mal davon ausgehen, es kann sich eigentlich nur um eine späte junge, eine frühe Reife, eine alte Seele handeln. Aber dieses Buch differenziert ja noch sehr stark. Also da gibt es ja nun so viele exakte und nachprüfbare Informationen. Schritt für Schritt, da wird gesprochen über die Beziehungen von einer Seele, reife Seele auf der zweiten Stufe und ihre Gesundheit und ihre religiösen Anschauungen. Dasselbe für Reif 3, Reif 4, Reif 5 und Alt 1 bis Alt 7 und so weiter. Also man kann, das ist ja unser Anliegen gewesen, das präzise zu machen. Die Quelle hat sowieso die Angewohnheit, sich möglichst präzise zu äußern. Also nicht sehr viel Wolkiges, Nebulöses von sich zu geben. Ich bin auch in dem Maße ganz gut als Mitarbeiterin geeignet, weil mir das auch nicht so liegt. Oder zumindest in Trance, möchte ich mal sagen, kann ich sehr klar formulieren. Und ich glaube, es ist nicht so schwer, anhand dieser ganzen Kriterien, die da aufgezählt sind, und auch anhand der Beispiele, die dann gegeben sind von Menschen, die wir teilweise ja jeden Tag auch im Fernsehen beobachten können, ob es jetzt der Papst ist oder Frau Merkel oder Trump oder Barack Obama oder wer auch immer, das kann man ja sehen. Zum Beispiel, wenn man auch vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, wo man sich selbst einordnet, weil man möchte immer ein bisschen älter sein, als man ist, außer mir, alle möchten das. Man kann zum Beispiel wunderbar sehen, wir haben zwei hochrangige Politiker in den USA. Der eine ist Obama, ein König auf der Stufe Reif 6, also mit einer starken priesterlichen Komponente und schon relativ, ja, sehr verantwortungsvoll und würdig und so. Und dann haben wir jetzt einen möglichen Präsidenten Trump, der ist eine Seele Jung 2. Und das ist das, was ich am häufigsten rückgemeldet bekomme in den vielen E-Mails, die jetzt gekommen sind über die letzten Monate. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja Trump, wie er leibt und lebt in dem Kapitel Jung 2. Aber bitte, ich möchte dazu sagen, dieses Kapitel ist entstanden vor gut 2 Jahren. Da war Trump noch gar nicht so im Fokus. Also das ist etwas, das kann man wirklich nachprüfen, den Unterschied zwischen Obama und Trump. Und der ist so aussagekräftig, da hat man schon einiges in der Hand. Und ansonsten einfach nachprüfen, wie ist es mit meinen Beziehungen, wie ist es mit meiner Religiosität, meine Gesundheit, was sind meine Lebensanliegen? Und dann findet man sich schon wieder. Am besten fängt man mit anderen Leuten an, mit den eigenen Eltern oder den Kollegen. So, da hat man leichteren Zugang als zu sich selbst. Aber man kann das dann auch anschließen. Ich bin ja so ein Gefühlsmensch, aber ich merke, wenn ich manche Kapitel lese, dass ich mich einfach so freue und sowas wie erkannt fühle.
Das sind ja sicher Kriterien, nach denen ich gehen kann, wenn ich nach meiner eigenen Entfaltungsstufe suche, oder? Ja, es gibt so etwas wie einen Resonanzfaktor. Ja. Und wenn man merkt das einfach, wenn die Resonanz stimmt, ja, oder so einem endlich etwas völlig fremd bleibt. Genau, endlich ja. Hat mich jemand verstanden. Ja, also ja, das sagen. Das war ja schon, also 1993 ist unser großes Standardwerk Archetypen der Seele erschienen. Und über die Jahre haben wir immer wieder Briefe und E-Mails bekommen. Als ich das und das gelesen habe, da habe ich angefangen zu weinen, weil ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal versteht mich jemand. Nur, ich muss dazu sagen, da ist kein jemand. Ja? Denn ich bin es nicht. Die Quelle kann Auskunft geben in einer Weise, dass das für ganz viele Menschen gilt. Also, wenn Sie über eine Seele Alt 4 oder Alt 2 spricht, dann sind die Beschreibungen für sehr, sehr viele Menschen gültig. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht als Individuum dann wirklich verstanden fühlen kann, weil man sich beschrieben fühlt. Mhm. Ja. Genau. Eine Frage, die auch mehrfach kam, unter anderem von Melitta. Besteht auch die Möglichkeit, zweimalig in dieselbe Entfaltungsstufe zu inkarnieren? Das ist nicht nur die Möglichkeit, sondern das ist absolut die Regel. Denn ein Leben auf einer Entfaltungsstufe reicht normalerweise nicht aus, um diese doch sehr komplexen Entfaltungsaufgaben von allen Seiten zu beleuchten. Also was wir erfahren haben, ist, 2 ist das Mindeste, 3 ist normal. Und warum nicht auch 4? Weil die Seele hat überhaupt kein Problem mit Eile, Ungeduld. Die Seele will nicht krampfhaft weiterkommen. Das ist unsere Psyche, die uns das diktiert, aber nicht die Seele. Die Seele hat es nicht eilig. Und wenn es noch ein Leben drauf sein muss, warum denn nicht? Ich möchte da vielleicht noch auf ein Buch hinweisen, eins unserer Bücher, das heißt Wege der Seele. Und in Wege der Seele sind sehr ausführlich, glaube ich, 5 Persönlichkeiten geschildert in aufeinanderfolgenden Leben. Und ich erinnere mich, wir haben unter anderem den heiligen Franziskus als eine der Persönlichkeiten gewählt. Und der war im Anschluss an sein Leben als Heiliggesprochener ein ganz einfacher Hirte im Kaukasus, auch ein bisschen geistig behindert. Also solche Sachen sind so interessant. Es hat mich damals extrem bewegt, das durchzulassen und in Worte zu fassen. Und dann war noch ein weiteres Leben. Also es ist sehr interessant, diese Abfolgen, die sind da so genau geschildert und mit großer Anschaulichkeit. Also das ist ja etwas Individuelles. Dieses Buch ist noch als E-Book erhältlich, leider nicht im Handel. Aber das kann ich zusätzlich zu diesem Buch Junge Seelen, alte Seelen wirklich sehr empfehlen. Spannend. Solaris fragt, was passiert mit Seelen, die ihre Inkarnationszyklen durchschritten und ganz abgeschlossen haben? Eine Antwort darauf habe ich schon gegeben. Sie verschmelzen als erstes mit ihrer Seelenfamilie und werden dann praktisch automatisch im Anschluss an den Zeitraumbereich, an den kausalen Bereich, in dem wir ja leben, mit seiner Materie, werden sie zu kausalen Lehrern. Also da vergeht nichts. Irgendwann. Wir alle, das ist doch irgendwie nett. Ja. Ja. Ich habe vorhin gesagt oder vorgelesen von der Quelle, dass sie sagen, wir wachsen weiter, wir entwickeln uns weiter, aber auf andere Art und Weise, nämlich nicht als Lernende, sondern als Lehrende. Wie das ja eigentlich auch ganz vernünftig ist, wenn man etwas kapiert hat, nämlich was ist Menschsein, dann kann man es auch lehren. Aber es gibt unendlich viele kausale Lehrer und die wenigsten von denen teilen sich verbal mit. Es gibt also ganz viele andere Möglichkeiten, Menschen zu belehren im schönsten Wortsinn.
Und die verbale Möglichkeit ist nur eine unter ganz vielen. Und es gibt auch unendlich viele kausale Lehrer, weil ja sehr, sehr viele Seelenfamilien schon ihren Inkarnationszyklus abgeschlossen haben. Ich möchte dazu sagen, was häufig nicht im Bewusstsein unserer Leser ist, es gibt den Menschen Homo sapiens sapiens erst seit plus minus 100.000 Jahren. Allein die Neandertaler haben 400.000 Jahre in kleinen Gruppen auf dem Planeten und eigentlich hauptsächlich in Europa und im Vorderen Orient gelebt. Also ich denke, wir stehen erst am Anfang mit unserer menschlichen Entwicklung, also als Menschen. Und die Lernwege, die bauen ja dann auch aufeinander auf. Alle Seelen haben die gleichen Entfaltungsaufgaben, aber es kommt doch schon darauf an, ob ich vor 60.000 Jahren Mensch war oder heute oder in 100.000 Jahren. Also da ergeben sich Möglichkeiten, die wahnsinnig spannend sind, wenn man nur anfängt, das zu denken, was gar nicht so einfach ist. Und es fehlt einem auch oft die Sprache, das zu denken. Noch jenseits unserer Denkmöglichkeiten. Ja. Aber allein von der Logik her würde ich sagen, 100.000 Jahre ist doch gar nichts. Und dafür sind wir schon ganz nett weit gekommen, ist jedenfalls unser Eindruck. Ja, das ist relativ mit den 100.000 Jahren. Ja, aber relativ zu anderen Menschenformen, also die Neandertaler zum Beispiel oder Homo erectus, und da geht es um Millionen. Aber Homo sapiens sapiens ist schon eine Besonderheit insofern, als wir eine so stark entwickelte Großhirnrinde haben und extrem kreativ sind. Wir sind eigentlich ein Seelenvolk von Künstlern. Heißt das eigentlich, dass es dann reife und alte Seelen erst seit dieser Zeit gibt? Oder hat es dann nichts zu tun? Nein, nein, nein. Also es sind so Zyklen von 10.000 Jahren, mehr oder weniger. Also länger muss eine Seele auch gar nicht auf der Erde hier ihre Erfahrungen machen. Also es sind 10.000 Erdenjahre, da kann man gut 100 Leben drin unterbringen. Kurze Leben, lange Leben, kranke Leben, weibliche Leben, männliche Leben, gesunde Leben, arme Leben, reiche Leben. Das kann man da alles gut unterbringen und dann ist aber auch gut. Was immer wieder mir als Frage gestellt wird, kann man denn zwischendurch mal aussteigen und woanders hingehen? Zum Beispiel zu Venus oder so. Und da kann ich, glaube ich, das muss ich ganz klar sagen, das geht nicht. Erstens ist es nicht sinnvoll. Denn wenn man einen Lernweg angefangen hat, ist es doch sinnvoll, ihn konsequent zu beschreiten und dann auch abzuschließen. Zweitens trifft etwas ein, was ich den Fünfer-Looping-Effekt nenne. Das heißt, wenn man auf dem Oktoberfest in die Gondel eingestiegen ist und da sitzt man dann und der Bügel geht zu und es geht los, dann muss man den Fünfer-Looping durchmachen. Egal wie viel Angst man hat, egal wie schlecht einem ist, ob man vielleicht auch jauchzt vor Vergnügen oder sich übergeben muss, ist egal. Manche kriegen einen Herzanfall vor lauter Schrecken. Es ist ja auch nicht jedermanns Sache, egal, aber sagen wir mal, als Bild ist es wichtig, wir können nicht aussteigen zwischendurch, da ist schon mal die Schwerkraft dagegen. Es geht nicht, die Dinger sind so konzipiert, dass man nicht aussteigen kann. Man muss warten, bis die Gondel wieder zum Stehen kommt. Und dann ist aber auch gut. Also, dann hat man als Mensch alles gelernt, was für diese Seele in diesem Zyklus notwendig war. Wenn man mal ein Mensch ist, dann muss man da durch. So ist es. Ja, da muss man durch. Ich möchte das auch hinzufügen. Menschsein ist nicht einfach. Das ist eine große Herausforderung. Menschsein ist im Augenblick für uns hier recht angenehm. In Mitteleuropa, 70 Jahre Frieden und alles wunderbar. Aber das ist doch nicht der Normalzustand des Menschseins. Es ist nicht der Normalfall, auch nicht hier, jetzt und heute. Sondern menschliches Leid ist die Regel. Und wir können uns freuen, dass wir jetzt in dieser Inkarnation nicht so heftig leiden müssen wie viele andere auf unserem Planeten. Aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Also
Der Lernweg geht weiter auf andere Art und Weise. Mhm. Aber es ist auch, ich danke. Ich danke wirklich sehr für diese Inkarnation. Eine ganz spannende Frage von Tobias. Wenn die Heimat der Seele eine zeitlose ist, wie geschieht dort Alterung? Wie ist das irdische Zeitphänomen an das seelische Dasein gekoppelt? Gibt es auch gibt es auch aus seelischer Perspektive eine Aufeinanderfolge von Ereignissen oder wird sie nur im Irdischen durchlebt? Ganz eindeutig ist seelisches Wachstum nur innerhalb eines Lebens mit einem Körper und in der Auseinandersetzung mit Welt, Wirklichkeit, mit Menschen und so weiter möglich. Leben sind dazu da, das zu lernen, am Leben zu sein. Dadurch wächst die Seele. Dann geht sie nach dem Tod auf die Astralebene zurück. Da geschieht keine Alterung, also um auf die Frage einzugehen. Die Alterung geschieht während des Inkarniertseins. Und in der Astralwelt kann man auswerten. Man kann auch, wenn es für uns auch seltsam und unvorstellbar ist, ohne Gehirn planen. Eine nächste Inkarnation wird immer geplant aus einem zeitlosen Bereich in einen Zeitbereich oder eine Zeitdimension hinein. Es ist für uns sehr schwer, uns vorzustellen, wie das gehen soll, aber die Lernschritte sind vorgegeben und das ist das Gute dran. Also es muss nicht jede Seele für jedes Leben neu überlegen, was besteht mir denn bevor. Natürlich, die Entfaltungsaufgabe liegt fest, aber wie ich sie fülle und wie ich sie bewältige, das ist dem Menschen weitgehend freigestellt und hängt ja auch nicht vom Individuum ab, weder vom menschlichen Individuum noch vom seelischen Individuum. Wir sind doch alle innerhalb von Gesellschaften und jeder hat sein Anliegen und die müssen jetzt im Leben sich kreuzen, zusammenkommen, sich bekämpfen oder wie immer. Aber das ist nicht ein Einzelkämpfertum und man macht es nicht alleine. Okay. Vielleicht auch nochmal, um auf das Buch ein bisschen zurückzukommen. Warum ist es so wichtig und so hilfreich zu wissen, wo auf meiner Reise ich stehe? Weil jemand, der wenigstens so ungefähr aufgrund des Buches feststellt, aha, da stehe ich, eine ganz andere Selbstakzeptanz hat und auch akzeptieren kann, dass andere woanders stehen und sich seiner Entfaltungsaufgabe ein wenig bewusster widmen kann. Das ist aber eigentlich nicht nötig. Es ist schön, aber nicht nötig. Das ist alles ein selbsttätiger Prozess. Die Entfaltungsaufgabe geschieht ja auf Betreiben oder im Interesse der Seele. Und die, ja, ganz krass ausgedrückt, macht sowieso, was sie will. Das ist nicht immer angenehm als Gedanke. Und ich sage nicht, dass wir nicht auch Entscheidungsfreiheiten haben als Menschen, selbstverständlich. Aber die sind nicht so groß, wie man sich das als junge Seele erhofft und manchmal eben auch noch als reife Seele. Sogar die Gehirnforschung ist der Sache ja auf der Spur und sagt, wir treffen Entscheidungen, die sind längst getroffen. Das ist natürlich jetzt ein naturwissenschaftlicher Hintergrund, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sehr vieles sich von selbst einrichtet und dass wir mit unserem sogenannten freien Willen einfach hinterher dackeln und uns den Gegebenheiten fügen müssen. Und Gegebenheiten heißt alles, das heißt auch Begegnungen zum Beispiel. Wie können wir das so anstreben, wem wir begegnen? Sei es im Alltag, sei es im Urlaub. Und ist das nicht auch schön? Ja. Ein bisschen überraschend alles, ja? Und dann ja, wenn es notwendig ist für die Seele, hat man auch mal wieder einen Unfall oder fällt ins Koma und wacht dann wieder auf.
und lauter so spannende Angelegenheiten. Das hat die zwei Seiten. Es kann was Erschreckendes haben, aber ja. Ich finde, es hat auch was Beruhigendes, weil ich kann irgendwie meine Lernaufgaben eigentlich nicht verpassen. Kann man nicht verpassen. Also kann man sich der Sache auch hingeben. Ich bin jetzt, sagen wir mal, bekanntermaßen nicht der tief vertrauensvollste Mensch, vollste Mensch der Welt. Aber dieses Vertrauen kann ich tatsächlich aufbringen, dass alles, was mir widerfährt, einen Sinn hat und ich daraus was lernen kann. Mag es angenehm oder unangenehm sein, es ist nicht immer angenehm, ganz klar. Warum, das ist so ein ganz frecher Satz der Quelle. Warum sollte es auch angenehm sein? Also dahinter steht, was habt ihr eigentlich für einen Anspruch an euer Dasein? Wir wollen glücklich sein, oder? Ja, das streben wir an, aber das funktioniert ja sowieso nicht, wie jeder weiß. Also so jedenfalls nicht. Das ändert ja daran nichts. So, auf diese Art und Weise. Man kann glücklich sein, sogar im Unglück. Aber dieser Anspruch auf ein individuelles Dauerglück ist, glaube ich, naiv. Aber die junge Seele stellt sich das vor und tut auch alles, damit das eintritt. Mhm. Vielleicht eine Frage, die entfernt dazu passt, da geht es aber um das Gegenteil von glücklich sein. Alex fragt, was rät uns die Quelle, wie wir mit Ängsten und Depressionen am besten umgehen bzw. diese bewältigen? Also Ängste und Depressionen sind ja schon mal zwei verschiedene Dinge und man muss unterscheiden zwischen einer klinischen Depression und einem Gefühl von deprimiert sein. Diese Empfindung oder Gefühle von deprimiert sein und Ängstlichkeit oder die Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten, da sagt die Quelle nur eins, sag ja dazu. Es gehört zum Dasein. Eine entsetzliche klinische Depression darf ohne weiteres auch medikamentös oder sonst wie behandelt werden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch zum Entfaltungsplan gehören kann. Genauso wie behindert geboren werden, das ist doch im seelischen Sinne eine große Herausforderung, an der man ganz, ganz viel lernen kann als Mensch. Aber ich glaube, es regelt sich von selbst, wenn man mehr Ja sagt zu dem, was einem widerfährt und nicht die ganze Zeit dagegen kämpft und sagt, das muss doch anders sein und das ist doch alles sinnlos. Nein, ich behaupte, es gibt nichts, was nicht sinnhaft ist. Aber das ist natürlich starker Tobak. Das sehe ich auch. Mhm, das ist es. Passt vielleicht auch noch dazu eine Frage von jemandem, der nicht genannt werden will. Haben es alte Seelen schwerer auf Erden als junge Seelen? Das glaube ich nicht. Alte Seelen haben schon viel Erfahrung, damit sich ein bisschen in ihren Lebensnischen zu verstecken. Sie haben es in gewisser Hinsicht schwerer, weil sie alles bewusster und vielleicht auch leidvoller und schmerzhafter erleben, weil sie so empfindlich geworden sind. Aber eine junge Seele, die in den Krieg zieht und sich für ihre Nation in Gefahr begibt, in Lebensgefahr, was ist daran leichter? Das sehe ich jetzt nicht. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne was über die alte Seele vorlesen, weil das ist gerne. Nämlich... Wir müssen ein bisschen die Uhr im Blick halten. Wir haben noch 6-7 Minuten. Und wir haben so viele Fragen, die wir halt nicht alle schaffen werden. Das leider. Können wir nicht alle schaffen. Es waren, glaube ich, über 50 Fragen. Das sind richtig viele. Ja, ja. Also, die Quelle sagt zur alten Seele. Wir möchten einem weit verbreiteten positiven Vorurteil entgegentreten. Es äußert sich in der Vorstellung, dass eine so alte Seele am Ende ihres Inkarnationsweges, eine so alte Seele habe immer zu liebevoll, gütig und beherrscht zu sein, nur weil sie so weit gekommen ist. Dabei handelt es sich um ein naives Missverständnis. Die Greisenseele hat keinerlei Interesse mehr daran und auch nicht die Kraft, den moralischen Ansprüchen und geradezu kindlichen Erwartungen an ihr Wesen und ihren Charakter zu entsprechen. Sie wird sich genau so ausdrücken, wie ihr aus dem Moment heraus zumute ist.
Sie wird sich beherrschen, wenn sie Lust hat, sich zu beherrschen. Sie wird die Beherrschung verlieren, wenn sie dazu aufgelegt ist. Von einer Greisenseele ausdauernde Perfektion zu erwarten oder sie als Projektionsfläche für astrale Vollkommenheitssehnsüchte zu benutzen, ist unrealistisch und entspricht nicht der endlich erreichten absoluten Authentizität des betreffenden Menschen. Diese ist das Ergebnis vieler gelebter Leben mit der Bewältigung der dazugehörigen Entfaltungsaufgaben, die ja allesamt auf eine zunehmende Unabhängigkeit vom Kollektiv hinstreben. Eine als Siebenseele wird solche überzogenen Erwartungen eher abwehren, ablehnen oder ihnen gar bewusst entgegentreten. Sie hat keine Neigung, fremden Idealen entsprechen zu wollen. Wer ist, wie er ist, ist in jedem Moment der, der er ist. Er trägt keine Masken mehr. Das bedeutet, eine uralte Seele ist durchaus in der Lage, jemanden zu töten oder Gewalt anzuwenden, wenn es für das große Ganze wichtig und notwendig ist. Dies kann mit einer für jüngere Seelen unverständlichen Art von Güte und Liebe geschehen. Eine uralte Seele kann akzeptieren, dass das Schlechte und Üble nun einmal in der Welt ist und nicht geleugnet werden kann. Das nur so ein bisschen als Gegenbewegung gegen ja, viele Altseelenideale, besonders von jüngeren Seelen, die alten Seelen entgegengebracht werden. Ja, sehr spannend. Die sind aber oft recht komisch, die alten Seelen, also komisch im Sinne von seltsam und sind nicht mehr in der Lage, ständig so zu tun, als seien sie nicht uralt. Und wir haben dieses Bild von Perfektion und ja, wir haben das ja. Im Kopf, ja, wenn wir ja, an genau. alte ja. Seelen denken. Mhm. Sehr spannend. Und auch da wieder, also sie, die Quelle rückt immer zurecht und sagt, da bildet ihr euch was ein, was absolut nicht der Fall ist. Also wenn jemand in diesem Sinne perfekt ist, ein reifer Mensch, dann ist das jemand, der ist reif 5 oder reif 7. Das entspricht unseren Vorstellungen von verantwortungsbereit, einfühlsam, mitmenschlich. Das geht vorüber, das geht vorbei. Danach wird es dann nochmal richtig spannend. Ja, genau. Was gibt es denn noch für Fragen? Wie gesagt, viel zu viele. Ich würde Ihnen gerne eine Schlussfrage stellen. Ja. Und zwar, was war denn Ihr Überraschungserlebnis in diesem Buch, das Sie ja empfangen haben? Was hat Sie besonders überrascht oder auch besonders berührt von dem, was da durchkam? Ich glaube, da kann ich gleich an das, was wir eben besprochen haben, anschließen. Denn auch ich hatte eine gewisse irritierte Herablassung gegenüber sehr viel jüngeren Seelen. Mit denen wollte ich auch nicht viel zu tun haben. Durch die Aussagen der Quelle über die Funktion der jungen Seelen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, die so wichtig sind, dafür, dass wir hier zum Beispiel jetzt sitzen können und uns über solche Themen unterhalten, diese Durchsagen haben mir und auch Frank einen enormen und ganz neuen Respekt abgenötigt. Einen tiefen Respekt für die seelische Leistung und die Lebensleistung von jungen Seelen, die mit ihrem unglaublichen Optimismus, mit ihrer Unverhohlenheit, mit ihrer Bereitschaft, sich überall aufzuopfern und einzusetzen, ohne Wenn und Aber, unsere Gesellschaft schützen auch und sich den schwierigsten Situationen aussetzen, die in der Wüste leben, die im Eis leben, die sich mit der Welt und der Materie auseinandersetzen und Überlebensstrategien entwickeln in einem Fort. Also darauf basieren doch unsere ganzen Lebensformen. Wenn es nicht jemand gäbe, der
sich um die Verlegung von elektrischen Leitungen kümmern würde, dann könnten wir hier uns nicht ausleuchten lassen. Aber dazu muss man jetzt keine alte Seele sein, um Elektriker zu werden. Aber wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das, dass wir Bäcker haben und Busfahrer? Extrem wichtig. Und auch Politiker, die mag man mögen oder nicht mögen. Aber die sind schon wichtig. Das sind Menschen, die sich fürs Ganze einsetzen und wollen aber auch noch was davon haben. Warum auch nicht? Also Respekt für die Jüngeren. Ja, das war für mich vielleicht das wichtigste Erlebnis, während ich die Durchsagen machte, diesen Respekt auch durch mich durchfließen zu fühlen. Und dann war noch, glaube ich, sehr wichtig die Durchsage zu Alt 5. Da haben wir zum Beispiel Gandhi und den Dalai Lama und den Propheten Mohammed. Ich bin ja noch lange nicht so weit. Also das war auch für mich sehr, sehr bewegend, diese Energie zu spüren. Denn das Ganze ist ja ein Energiephänomen. Das ist ja auch nachfühlbar. Sehr wichtig war für mich auch Alt 6 Nelson Mandela als Beispiel zu haben. Ein Mensch, der so lange im Gefängnis war und trotzdem aufgrund seiner Entfaltungsaufgabe unendlich viel bewirkt hat. Und was dann ja auch auffällig war, als er dann später auch Präsident von Südafrika war, ist, dass die unsäglichsten Leute immer seine Nähe gesucht haben. Die wollten immer bei ihm sein und möglichst ihn irgendwie noch anfassen dürfen. Ja, es war wirklich auffällig. Und das jetzt zu hinterbauen mit einer theoretischen Aussage über das Seelenalter als 6, das fand ich sehr spannend. Schön. Und auch ja, sehr anrührend. Mhm. Also ich finde, man kann die Energie ja auch genauso spüren, oder vielleicht nicht genauso, aber man kann sie sehr stark spüren, auch beim Lesen. Ja. Wundervoll. Ja, jede Durchsage hat ihre eigene Energie. Das ist sehr deutlich. Ja. Ja. Insofern sind das sehr vielschichtige Texte, die man eigentlich auch nicht einfach so runterlesen sollte, sondern das sollte man wirklich auch nacheinander lesen, um zu verstehen, dass das ein Weg ist und nicht nur gucken, dass ich meine eigene Sache rauspulen kann, rausfinden kann, sondern zu sehen, was war denn vorher und was kommt noch auf mich zu oder auf meine Seele. Ja, ich finde, man kann das Buch auch nicht einfach durchlesen, weil man... Es ist auch zu dick. Es ist zu dick. Es sind 540 Seiten, wenn man bedenkt, was... ja, dann kann man auch verstehen, dass da lange dran gearbeitet worden ist. Und es ist ein wirklich schönes Buch geworden, ästhetisch schön. Das habe ich Ihnen zu verdanken. Das war uns eine Freude. Ja. Liebe Wada Hasselmann, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Liebe Teilnehmer zu Hause, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es war ein inspirierender Abend und Sie können sich was mitnehmen. Und natürlich hoffen wir, dass Sie dieses Buch lesen werden. Das ist ein großer Gewinn, das kann ich sagen. Ich möchte noch eine kurze Ankündigung machen. Im Herbst gibt es hier auf der Lit Lounge noch spannende Events. Eins davon startet am 8.11. und zwar eine Webinarreihe zum schönen Thema Selbstliebe, moderiert von Sabrina Fox, der bekannten Moderatorin. Und im ersten Webinar geht es darum, der Sehnsucht der Seele zu folgen. Also nochmal ein Thema für die Seele. Einen wunderbaren Abend und bis bald. Danke, danke Anja Schmidt. Danke.